Thunder! Ja, schönen guten Tag. Heute ist Freitag, der 26. Februar 2022. Wer mich jetzt sieht, der könnte meinen, ich hätte heute Nacht mit Klitschko nur aus Spaß geboxt, aber dem ist nicht so. Ich bin hier auf der Hals-Nasen-Ohren-Station im Klinikum Görlitz und hatte gestern Vormittag, ja, am frühen Vormittag gegen 8.30 Uhr eine OP. Nasenscheidewand richten, verschmälern und Polypen entfernen. Ja, quasi die Löcher durchstechen zu den Nebenhöhlen, Höhlen, Nasenhöhlen, Kiefernhöhlen, die etwas zu klein waren. Das war also noch recht umfangreich, hat eine Stunde gedauert. Ich war dann so gegen 9:30 Uhr fertig und lag dann über anderthalb Stunden im Aufwachraum, weil das Zimmer noch nicht frei war. Wurde ich gegen 11:10 Uhr hier ins Zimmer gefahren, in dem ich jetzt bin, mit einem anderen Leidensgenossen. Ja, also, man hatte nach der Operation 4 Tamponaden eingeführt. 2 hintere, dann wurden die Strippen zum Rausziehen auf den Nasenflügel gelegt und 2 vordere Tamponaden, die etwa so lang und so dick waren wie mein kleiner Finger. Also ungefähr 5 bis 6 cm lang und knapp 2 cm dick. Die steckten noch um 8:30 Uhr heute Vormittag zur Visite in meiner Nase. Die hat dann rausgezogen. Ich war sehr erstaunt über die Länge und die Stärke dieser Tamponaden. Ja, jetzt sind also nur noch 2 Strippen hier zum Rausziehen für die beiden Tamponaden drin. Und nach dem Entfernen der vorderen Tamponaden wurde Schleim abgesaugt. Und zwar nicht schmerzhaft war, aber unangenehm. Und dann wurde hier so eine Art Klebeband reingesetzt. Das Klebeband soll die bei der Operation abgetrennten Schleimhäute wieder ranhalten an die Nasenscheidewand, damit beide Nasenschleimhäute wieder zusammenwachsen mit der Scheidewand. Sie sagte, ich kann das nach 2 Stunden rausziehen. Ich war gegen kurz nach 9:30 Uhr bei der Visite. Wir haben es jetzt nach 11:30 Uhr. Und ich werde jetzt das Klebeband herausziehen aus der Nase. Ja, anfangs war ich der Meinung, das wären vielleicht nur 30 cm. Aber ich denke mal, knapp ein halber Meter scheint das wohl zu sein. Ich bin froh, dass ich es jetzt rausgezogen habe aus der Nase, weil ich jetzt ein bisschen Nasenatmung habe. Ja, man hört es. Stecken also noch hinten die anderen 2 Tamponaden drin, die ich von der Länge und von der Größe her, von der Dicke her nicht kenne, weiß ich nicht. Vielleicht sind die etwas kleiner. Es ist schon mal gut, die ganze letzte Nacht war nicht so gut, weil nur schlafen mit Nasenatmung und das passt halt nicht so gut. Aber jetzt, trotz der Schwellung, kann ich doch etwas durch die Nase atmen, das gefällt mir schon ganz gut. Ja, morgen am Sonntag ist wieder Visite am Vormittag und sollen die anderen 2 hinteren Tamponaden entfernt werden. Und dann gehe ich davon aus, wenn der Chefarzt am Montag mich zur Visite empfängt, dass wir uns dann einigen können, dass er mich am Montag rauslässt. Ja, so hoffe ich. Wenn es nicht so gut läuft, dann Dienstag. Aber
diese Schwellung an den Augen. Moment, ich muss jetzt mal eben hier was entsorgen. Die Schwellung an der Nase, die werden in stärkeren Schwellungen in 1, 2, 3 Tagen zurückgehen. Die leichteren Schwellungen dann sukzessive danach. Ja, wenn es gut läuft, ist meine Nase spätestens in einem halben Jahr wieder so von der Form her, wie sie eigentlich mal von außen war. Die Schwellungen werden, die kleineren Schwellungen, langsam zurückgehen. Ja, aber was besonders auffällt, ist beim Erweitern der Durchgänge zu den Stirnhöhlen ist er wohl mit Hammer und Meißel hier ein bisschen von der Linie gekommen und hat tatsächlich dann irgendwo ein Blutgefäß getroffen, was dazu führte, dass anfangs mein linker Augapfel nur hier im äußeren Bereich blutend gelaufen war. Und über die Nacht ich jetzt sozusagen ein Rotauge bin. Das andere, die Blutgerinnsel hier, die Hämatome, das ist eigentlich normal. Das ist so, weil der Augapfel hier, das Auge hat nichts weiter abbekommen, nur dieses hier. Ja, aber gestern um 17 Uhr war eine Beratung durch die Augenärztin und die meinte, also gehmäßig und so weiter, ist kein Problem. Als Militär würde ich sagen, es ist halt ein Kollateralschaden. Gut, ich bin also frohen Mutes, dass ich jetzt etwas freier durch die Nase atmen kann. Und ja, ich nehme also aktiv an Heilung teil, an meiner Therapie, unter anderem durch Heilfasten. Ja, es brauchte leichte Überzeugungskraft, die Schwestern, die uns hier verpflegen, zu überzeugen, dass ich also auf Stulle mit Brot und Wurst und Käse und Butter und was noch alles verzichte und dann lieber eine klare Brühe oder auch oder auch eine Brühe mit Eierstich zu mir nehme und vielleicht ein bisschen geraspelte Möhren und geraspelte Paprika und auch mal eine Gurke oder eine Tomate. Ja, das war's. Ich sehe der Heilung freudig entgegen und ja, wenn es passt, übermorgen am Montag komme ich raus, aber spätestens denke ich am Dienstag. Ciao. So, ja, die Schwester kam jetzt rein ins Zimmer, nachdem ich das Band aus der Nase rausgezogen hatte und wies mich dann ein in die Funktionsweise dieses Gerätes. Und hier ist diese Haushaltslösung in diesem Aufhänger hier unten drin. Und jetzt muss ich den Sauerstoffhahn öffnen und fleißig einatmen. Es geht durch die Nase, damit die Kochsalzlösung die Nase befeuchtet, innen drin die Schleimhäute und die Heilung vorantreibt. Na dann, frohes Gelingen! Keine Angst, die 10 Minuten waren noch nicht um. Also, ich schalte jetzt ab die Kamera, aber werde noch ungefähr noch 8 bis 9 Minuten inhalieren. Jetzt Tag 3 meines Aufenthaltes auf der HNO-Station in der Klinik Görlitz. Hier wird noch die Winterzeit angezeigt. Es ist also jetzt. Und ein kurzes Statement noch von 17 Uhr, die zweite Visite. Da hatte man mir noch mal so ein Klebeband in die Nase reingezogen, in die beiden Nasenlöcher. Und das konnte ich mir dann eine Stunde später rausholen. Diesmal nicht so lang wie das zuvor. Diesmal
Manchmal sind es wirklich nur ja, 30 bis 40 Zentimeter und keinen halben Meter wie am Vormittag. Ja, die Schwellung am linken Auge ist sehr gut zurückgegangen. Auch die Hämatome bilden sich zurück. Das sind noch die zwei Reißlein für die hinteren Tamponaden. Und ich schließe jetzt mal die Augen und dann kann man sich nochmal meine Augenlider ansehen. Also auch dort in dem Bereich gehen die Hämatome zurück und ich denke mal so in einer Stunde spätestens wird die Visite heute am Sonntagvormittag sein. Den nächsten Bericht gibt es dann später. Ciao. Ja, jetzt einmal ein kurzer neuer Status. Wir haben es jetzt Sonntagnachmittag. Bin gerade von der Visite rausgekommen und die Ärztin hatte mir wieder neue Bänder reingezogen. Ja, diese Bänder kann ich mir dann gegen 18 Uhr frühestens oder 18.30 Uhr wieder rausziehen. Und ja, vielleicht noch mal einen kurzen Rückblick. Am Vormittag war ja auch eine Visite und dann die zwei hinteren Tamponaden wurden herausgezogen. Ich habe das Gefühl, dass die etwas kleiner sind, etwas dünner sind als die vorderen. Aber tatsächlich, als ich sie dann in der Nierenschale sah, stellte ich fest, dass die also genauso lang und groß waren wie die vorherigen vorderen Tamponaden. Also etwa 5 bis 6 cm lang. Und etwa so stark wie mein kleiner Finger. Wenn man sich jetzt überlegt, dass die sozusagen hintereinander in meiner Nase stecken, dann muss man davon ausgehen, dass so von hier vorne bis hinten rein etwa Tamponaden waren von je 10 bis 12 Zentimeter. Das ist erheblich. Ich sage es einfach mal, ohne genaue anatomische Kenntnisse zu haben, das läge, aber man hätte sie vielleicht von hinten am Zäpfchen betrachten können. Naja, gut. Zumal ist es jetzt so, dass ich, also wenn ich um 18 Uhr, 18.30 Uhr die Bänder rausziehe, ich dann keinerlei Dinge mehr in der Nase habe. Schwellungen sind aber noch da. Es sind auch rechts und links an der Nasenscheidewand Silikonschienen angebracht, die immer noch die Nasenatmung behindern. Aber zumindest wird dann über Nacht keine Tamponade mehr in der Nase sein. Das hilft natürlich bedeutend bei der Nasenatmung. Und ja, leider hatte ich in der letzten vergangenen Nacht von Samstag auf Sonntag auch noch ein bisschen Schwierigkeiten mit der Atmung, weil ja die beiden hinteren Tamponaden noch drin saßen. Und, aber die kommende Nacht zum Montag wird es wahrscheinlich besser. Na, dann schauen wir mal. Heute ist Montag, der 28. März, kurz nach 7 Uhr früh. Die Visite steht jetzt in der nächsten Dreiviertelstunde, etwa einer Stunde bevor. Die Schwester, die heute früh reinkam, sagte mir bereits, dass ich aller Wahrscheinlichkeit erst morgen am Dienstag entlassen werde. Das überrascht mich insofern, als dass immer die Aussicht bestanden hat, dass ich am Montag schon hier aus der Klinik rauskomme. Was mich dabei ein bisschen überrascht, ist, dass der Chefarzt vermutlich schon am Freitag bei meiner OP diese Festlegung getroffen hat, ohne den weiteren Behandlungsstand und die Therapien und so weiter jetzt übers Wochenende hin berücksichtigt zu haben. Vermutlich hat er auch noch nicht die zwischenzeitlichen Arztberichte gelesen oder die Kommentare, die die Schwestern zu den Behandlungen abgegeben haben. Also wenn es dann gegen 8 Uhr ungefähr zur Visite kommt, wird da wahrscheinlich nochmal ein Gespräch, vielleicht doch in einer etwas ernsthafteren Art mit dem Chefarzt durchgeführt werden müssen. Schauen wir mal, wie die Dinge weitergehen. Ich bin optimistisch und auch zuversichtlich, die Therapie weiter voranschreitet, auch mit Hilfe der Ärzte und Schwestern, vor allen Dingen auch in der Nachsorge. Bis dann.
bin gerade aus der Visite rausgekommen. Das Gespräch war erfolgreich. Also der Doktor hat die zwei Silikonschienen, die hier noch an der Nasenscheidewand anlagen, hat er herausgenommen, abgesaugt, Krusten und so weiter, Borken rausgeholt und auch mal wieder diese Bänder mit Medikamenten und mit Salben getränkt an die Nasenlöcher reingeschoben. Ja, jeweils bestimmt jede Seite 30 bis 40 Zentimeter, also bin tief rein. Ja, jetzt warte ich, bis das Frühstück kommt und dann werde ich hier nochmal abschließend frühstücken, meine Sachen zu Ende packen und diese schöne Etablissement verlassen. Und zum Ende des Videos ein kurzes Fazit. Ich bin jetzt entlassen worden von der Klinik, bin zu Hause angekommen. Meine Frau hat mich abgeholt. Alles wunderbar. Jetzt gibt es wieder mal schön Kaffee. Und die Therapie kann dann am Mittwoch und am Freitag mit der Nachsorge fortgesetzt werden. Alles soweit in Ordnung. Pfeilchen ist noch. Aber ich denke, das wird sich bald erledigen. Ciao. Thunder!